Also wir sind im F-Bereich angekommen. Also die F-Gates müssen also in die Mitte laufen. Das sah kurz aus, aber es sind immer noch acht Minuten. Von hier bis zu dem Transfer erstmal, zu den Transferbereichen. Denn wir müssen bestimmt nochmal durch die SIKO, denn wir sind mal wieder in Istanbul. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Der ist da, müsste durch. Gerade das ist der Fast Track. Also gegenüber. Da müssen wir rein. Aber erstmal müssen wir da rein, weil ich habe zwar mich einchecken können für ihn und für meinen Flug von Bangkok hierher, aber nicht für den Flug nach Hannover. Das ging nicht. Ich glaube, ich weiß warum. Hoffen mal nicht, dass ich gar keinen Platz mehr kriege. Okay, ich habe noch einen Platz bekommen. Ich habe Glück gehabt. Also ich denke mal, dass die Maschine doch so voll war, dass sie Probleme hatten, mich einzustecken. Ich war natürlich einer der Letzten, der eingesteckt hat, oder wir beide. Und dadurch bin ich halt sozusagen rausgefallen auf Standby. Das war die Geschichte. Das war meinen Tickets oft so. Öfter war so. Mit dem Tee. Ich wollte ja einen Tee trinken hier im Teehaus. Jetzt habe ich erstmal türkisch Tee genommen. Ein starker schwarzer Tee, so kann man es nennen. Da brauche ich keinen Kaffee mehr. Ich nehme meinen Panini, weil Boarding ist nämlich in 10 Minuten offiziell. Eine Stunde vorher, 7:37 zu boarden, das glaube ich ist ein bisschen zu früh getimt. Aber die Wegzeiten, die können lang sein. Und ich brauche noch, andersrum. Boardingkarte habe ich schon, aber ich brauche noch anderen Sitzplatz, weil ich sitze nämlich erste Reihe und Dominik letzte Reihe, also in der Business Class. Das ist irgendwie blöd gelaufen. Die Lounge im Ganzen und im Detail nicht, dieses Mal nicht. Das könnt ihr im letzten Video bzw. im Short von Dominik sehen. Und wir werden uns jetzt gleich auf den Weg machen zu Gate A1A. Das heißt, das nichts Gutes heißt wahrscheinlich Busgate. Wir haben schon ganz viele Flugzeuge gesehen, als wir ankamen, auf dem Vorfeld oder auf den Parkbereichen des Flughafens. Und letztes Mal war es leer. Wir waren so alle unterwegs und morgens so viele Flugzeuge. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Werdet ihr dann nachher sehen. Ist das erlaubt? Bei Start und Landung ist es die Frage, ob du das darfst. Steht das nicht irgendwo? Ja. During text, the Orlando's, the luggage and the room. Okay, darfst du. Gut, also seit dem Ende gut, alles gut, kann man sagen. Wir sitzen jetzt in der 737-800. Das ist das so geworden, was auch angekündigt wurde. Schade, keine Max. Ich würde es ja gerne mal probieren, aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee gewesen wäre. Ich muss mir da die Bestuhlung mal angucken. Es soll nämlich auch bei türkisch Bestuhlungen geben in der Business Class, wie sie auch in
der Lufthansa zu finden sind. Zum Beispiel eine D33-Bestuhlung, wo der Mittelsitz dann frei bleibt, aber es nichts anderes ist als der Economy-Sitz. So, links ist Türkisch, Mitte ist Englisch, ne? Ja. Dann haben wir, ja, so die Softdrinks, Hotdrinks, Wellness, Champagne, Gino Champagne, na dann, Überraschung. Now we are number one in takeoff signals and we hope to take off within 5 minutes. Thanks for your patience and understanding. Have a nice flight again. Das ist hell. Und das ist das Tolle. Über den Wolken, ne? Da passt das wieder. Das ist der, immer der beste Moment, wenn man aus den grauen, durch die noch graueren Wolken in diesen, ja, eigentlich blauen und hellen Bereich kommt. Das wird eine ganz andere Welt. Da ist es angekommen in Reiseflughöhe. Gibt's das Reisetuch, ist obligatorisch. Erste Reihe ist natürlich immer so eine Sache für sich. Ich würde mal sagen, erste Reihe meiden, egal bei welcher Airline, beziehungsweise ja, Langstrecke oder Kurzstrecke macht schon einen Unterschied, aber kürzere Strecke, Mittelstrecke, einem Narrowbody, also einem Eingangflugzeug, nicht unbedingt zu empfehlen, weil da eine Wand ist. Und die Wand heißt automatisch, man kann dann auch die Füße nicht ausstrecken. Hier ist es also so eine Mittellösung. Es ist, weil man ja einen Business Class Sitz hat, der größer ist, hat man auch ein bisschen sowieso mehr Platz, aber trotzdem weniger Platz. An jedem Platz gibt es eine eigene Universalsteckdose. Und Universalsteckdose, habe ich ja gesagt, dazu der Monitor. Der ist an der ersten Reihe meistens ja auch immer etwas schlichter, weil er in der Mittelsohle verbaut ist. Und das ist auch noch nicht mal. Doch, darunter. Oh Gott, das wollen wir eigentlich gar nicht sehen. Brauche ich gar nicht auspacken, oder? Oder wollt ihr den sehen? Ja, also Dominik will den sehen. Oh, guck mal. Mhm. Ja, kann man kaum noch was sehen. Schauen. So. Ich finde hier nichts zum Beispiel, wenn du was du guckst. Ja. Man muss direkt drauf gucken und dann aber auch nur bedingt. Wahrscheinlich muss er auch die Fenster zumachen, aber nein, da wollen wir jetzt nichts gucken. Wir fliegen Turkish Airlines, weil wir Thai Airways geflogen sind. Fragt jetzt wahrscheinlich, warum das, wieso, wie geht das? Und bezahlt mit Lufthansa Miles. Eigentlich ganz einfach, wenn man weiß, dass alle drei Airlines in einer Allianz sind und damit ja mit einer Meile, bei einem Programm, also dem Meilenprogramm, auch bei anderen Airlines der Partner Airline, das ist nun mal dann die Allianz, Meilenflüge buchen kann. Andersrum kann man auch mit anderen Airlines aus der Allianz fliegen. Aber dafür, für diesen Flug, Meilen bei der Lufthansa Miles & More sammeln. Also dann gleicht man das ein bisschen aus und dann hat man ein Ziel, so und so viele Meilen bei meinem Lieblingsprogramm zu sammeln und da wieder einzusetzen. Das ist so der Kreis, den man nutzen kann, um entsprechend sehr, sehr günstig First Business Class zu fliegen. Und das sind unsere Tricks, eben First und Business Class zu Economy-Preisen zu fliegen. Heute ist man nicht ganz, hat nicht ganz geklappt, also wir können nicht alle Sweet Spots mitnehmen, aber ich kann euch sagen, dass wir schon so einige der besten Sweet Spots mitgemacht haben und euch schon auch gezeigt haben in unserem Kanal. Am besten schaut mal unserer Playlist vorbei, also TravelX dafür und auch gerne die Webseite, da gibt es den Bereich Meilen und Punkte und auch das Travel Hack Archiv, da sind alle Tipps und Tricks drin, die ihr benötigt, um letztendlich zum Beispiel Flüge nach Bangkok zu buchen. Perfekt. Eine ruhige Hand. Das muss ich erstmal schaffen. So. Ja, weil schwer ist bestimmt mit einer Hand. Und dann ist ja das Glas da. Ne? Dann cheers auf einen guten Flug. Und der ist ja schon sehr entspannt. Und ich finde, er ist sowieso. Türkisch hat uns eigentlich noch nie so wirklich enttäuscht. Es war
ist es mal so mit der Crew, da ist Motivation so eine Sache, die man so ansprechen kann, aber alles andere läuft. An jedem Sitzplatz, habt ihr vielleicht gesehen, ist eine Decke, nicht die Decke kann man erfragen, aber so ein Kissen. Und das war's, ne? Mehr ist ja gar nicht. Und in der Tasche, in diesem Fall in der ersten Reihe vor mir, Kopfhörer, Magazine und das, die Safety Card. Ihr habt euch ja gewünscht, ein bisschen mehr Worte oder Wörter zum Catering, also zu dem Essen und den Getränken. Als Vorspeise gibt es dann Gurke und Tomate und Pute und verschiedene Käsesorten. Okay, thank you. Ja, jetzt bin ich wieder gut eingedeckt hier. Habe ja lange Zeit zum Essen. Dann habt ihr das immer schnell aufgehoben, ne? Ja, also den Käse wollte ich nicht weggeben. Shashuka, ist bei dir das Eigelb rausgelaufen? Ja. Bei mir nicht. Na gut. Hätte ich das gewusst, hätte ich meins bezahlt. Meine war nicht so doll. Aber das liegt halt wahrscheinlich bei meins vorne oder zu nah am Lüfter im Backofen. Kann das immer sein. Aber es war noch ein bisschen dottriger als dein. Schmeckt aber trotzdem gut. Es gibt vielleicht maximal einen kleinen Abzug für das Aussehen. Aber das war es auch schon. Schmeckt gut und nicht so ölig, wie es aussieht. Das ist eng hier. Wie schlau. Schaut mal an hier. Das kann man aufklappen. Ja, und wieder zumachen. Perfekt. Die Handlotion und die Handseife. Heißes Wasser. Oh. Kosmetiktücher, die dünnen. Aber das sind die richtigen. Das sind nämlich die dicken. Und die dicken haben viel mehr Saugkraft. Das war's schon. Mehr gibt's hier gar nicht. Jo, dann kann ich wieder zurückgehen. Ladies and gentlemen and dear children, we hope that you had a pleasant flight. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. Bye-bye, thank you. Do you have any wishes? Und kalt, wie sonst was. Mal die 737-800. Das war ja die schnellste Einreise hier überhaupt. Seit wann hat Hannover denn die Easy Gates offen? Letztes Mal waren sie zu. Ja, eben. Das ist immer zu eigentlich. Das ist ganz Neues hier. Jetzt müssen wir noch auf die Koffer warten und das ist das nächste Abenteuer vielleicht hier. Und dann war es das. Aber trotzdem, bis jetzt, nicht bis jetzt, sondern das ist eine Erfahrung, die man gerne mal vergleichen möchte mit anderen Airlines. Und das machen wir mal. Und nicht nur mit Lufthansa. Ich weiß, es ist langweilig, haben wir schon gemacht. Aber war toll. Man kann nicht meckern, oder? Ich rede nicht mehr, weil er redet so viel. Vielen Dank fürs Zuschauen, sagen wir einfach mal. Ne? Gut, wir müssen so hier irgendwo warten. Wir gehen doch weiter, oder? Ach, da hinten? Hier? Ja. Alles klar. Dann bis zum nächsten Video. Tschüss.